Dieses Jahr schauen wir uns auch an im Vergleich Imkern zwischen dem Langstroth in der normalen Größe, so wie es gedacht ist, seit ungefähr 1850. Daneben dann der 10er Dadant. Und was man heute so als daneben stellen kann. Und dann die Betriebsweise der Flachzarge, die von der Höhe her natürlich viel kleiner ist. Meine Flachzargen, die zeige ich, wie man da in verschiedenen Arbeitsweisen umgehen kann. Zum Grundsatz ist es so, die Mindestbestückung für die Flachzarge sind zwei Bruträume, die aufgesetzt werden. Und wie man dann schon schön sehen kann, die Bruträume, die passen vom Volumen her, sind die genauso groß wie im Bereich vom 10er Dadant. Und jeder, der schon mal gesehen hatte, wenn entsprechend diese Rähmchen zu fest drin sitzen, 1, 2, 3, 4, 5, will ich dieses Jahr einmal ein Volk nehmen. Das soll auch wieder dann geführt werden und das soll dann auch entsprechend sein Thermosheet bekommen, auch gesetzt. Dann ganz normal, wie das jeder kennt, das Absperrgitter, Honigzarge, Plane. Das ist die eine Variante. Die Frage ist natürlich, warum macht man das mit diesen Flachzargen? Die Idee dahinter ist, wenn es jetzt an das Frühjahr kommt, dann werden die beiden Bruträume getauscht. Die Brut sitzt nachher in beiden Räumen. Man nimmt eine ab, die obere. Setzt die nach unten mit der Brut und hat natürlich jetzt hier oben dann auch die Honiggrenze. Und setzt dann die andere Zarge wieder auf, die weniger Brut hat und auch keine Vorräte. Die Idee dahinter ist, es wirkt wie ein Reiz, die Bienen werden beginnen, den Honig von unten nach oben zu stapeln. Das ganze System mit den Flachzargen beruht auf einer Schichtenbeweglichkeit, sodass man das Brutnest immer wieder tauschen kann. Und wenn man unten ausgelaufene Brut hat, die Zarge nach oben bringt, also wieder ein freies Brutnest für die Königin vorfindet, das Ganze sich immer in einer Aufwärtsbewegung befindet. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, die ich hier am Stand ausprobieren werde, ist das Ganze ohne Sheet zu führen, also den kompletten Raum so zu belassen. Und die dritte Variante ist, das Ganze ohne Absperrgitter zu führen. Man hat dann am Ende drei Bruträume, die übereinander stehen. Die Brut wandert normalerweise bis zur dritten Zarge und hört dann auf. Und man hat aber immer die Schichtenbeweglichkeit. Man rotiert dann die oberste mit der untersten Zarge. Und dann schauen wir uns an im Laufe des Jahres, inwieweit geht das. Zur zweiten Variante ohne Thermosheet. Dort ist es aber so, da verwende ich dann an der letzten Stelle ein Holzsheet. Ganz einfach aus dem Grund auch heraus, weil die sehr stark miteinander verbacken werden in der Größe. Und dann erstmal brauchen sie so viel Platz nicht. Das merkt man ohnehin im Laufe der Jahre. Und dann bekommt man die alle leichter herausgenommen.
Und von daher werden wir sehen, was das Jahr bringt. Und ich versuche euch da mal mitzunehmen.